Der Typ. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben gerade schon die erste Abfahrt gemacht, wie ihr vielleicht gesehen habt. Und wir sind auf der Halde Haniel. Das habt ihr wahrscheinlich auch gesehen. Aber ich bin heute nicht allein, sondern wir haben den Marc dabei, den Tom, der die Kamera vergessen hat, dabei und den Freeride Felix, der einfach alles hier sendet. Ja, wir fahren jetzt so ein bisschen warm. Der Marc hat große Projekte heute, weil es gibt einen neuen Sprung hier. Und den will er unbedingt machen. Ich? Bau nicht so einen Druck auf. Ich wollte nur mal angucken. Ach, angucken? Ja, ja. Ja, habe ich irgendwie falsch verstanden. Nein, der Tom wollte den springen. Ah, der Tom wollte den springen. Ja. Der Tom wollte heute alles springen. Wir fahren jetzt ein bisschen warm. Ich bin richtig platt noch von der Brilon-Tour, aber egal. Durchziehen. Ich soll vorfahren. Der Tom fährt vor. Oder Freeride Felix. Ja, nee, ich meine, lass Freestyle Felix sagen. Freestyle Felix, ist ja auch cool. Ich würde sagen, Freestyle, ja. Ja, ich muss kurz meinen Helm zu machen. Safety first. Der ist schon nicht ohne. Ich finde, der sieht nicht so einfach aus. Der dieser Pin? Ja. Zu weit innen bist, hast du. Weil gut, du kannst dich ja auch rantasten, wenn du erst links die Landung reinspringst. Da wollte ich gerade sagen, ja, du kannst ja da quasi da so rüber, ne? Aber rechts habe ich mich nie getraut. Also, dass du. Du bist jetzt so. Soll ich hier rein oder? Aber bei mir war der Absprung auch noch hier vorne. Ja, ja, gut. Ich hatte noch ein paar Zentimeter weniger. So vom Gefühl her würde ich den wirklich hier so nehmen. Und versuchen auch mittig da in dem Holz zu landen. Ja, Leute, der Tom und der Felix wollen jetzt hier dieses besagte Ding hier mal springen. Ich fühle das heute gar nicht. Obwohl ich mir das echt auch mal vorgenommen hatte, das Ding zu machen. Aber irgendwie fühlt sich das heute nicht gut an. Vielleicht ist wieder die Umstellung aus Fokus und so, aber. Ich bin auch einfach ein bisschen müde und muss ja nicht sein, kurz bevor jetzt Rennen ansteht und Bikeparks öffnen. Ja, wir schauen uns das jetzt mal von außen an. Okay, der hat Angst gemacht jetzt. Der ist genau reingekommen, Alter. Ja, das war richtig smooth. Nein, gar nicht. Boah, nicht zu schnell fahren, sonst fliegst du zu weit. Hey, hinter dem Ding? Dachte, weil es sah in der Luft so aus, als würde er den genau so landen. Nee, nee. Und dann dachte ich mir so, das schaffst du niemals, wenn du jetzt durchziehst. Und dann war gerade so noch richtig. Ja, der liegt ein bisschen weniger als ich. Ich muss schneller fahren oder mehr abziehen. Aber das läuft eigentlich meistens so bei uns. Aber so nice ausspringen. Also der springt immer irgendwas, ich bremse einmal ab und dann im zweiten noch was. Ja, Leute, vor dem zweiten Versuch ist Tom seine Kette gerissen. Jetzt ist er kurz runter mit meinem Bike gefahren. Ist jetzt wieder oben, jetzt basteln die. Damit ich aber ein bisschen ans Fahren komme heute noch, weil ja nicht so viel Zeit ist, fahre ich jetzt ganz gemütlich ein paar Mal die S-Line runter. Das ist ja mit E-Bike easy peasy. Ach, keine großen Experimente und dann schauen wir mal, wie schnell die mit der Kette fertig sind.
Leute, wir sind noch am Kette reparieren. Tom hat sein erstes Mal gerade. Ich werde ein Jungfert, ey. Ja. Aber ich mach's selber. Und endlich kommt mein Multitool zum Einsatz. Hat sich gelohnt, der Kauf. Ich hab's noch nie gemacht, was ich hier gerade mache. Das ist echt krass. Aber ist komisch, Alter, weil irgendwie fühlt man sich wie der erste Mensch hier, wenn man das gerade macht. So. Als ich das erste Mal einen Reifen getauscht habe, also einen Schlauch geflickt habe, war das auch eine Katastrophe. Weil ich nicht mal Reifenheber hatte und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das so. Auch geil. Ja, dabei habe ich dann auch den Reifen so kaputt gemacht, dass der danach nur noch geeiert hat. Der Marc ist bestimmt auch wieder ganz oben, ne? Ja, der soll mal kommen, weil ich brauche ihn dann. Ich brauche seine Hilfe. Werde zusammennieten? Ja, aber ich habe jetzt gerade einen Brainfuck hier. Ich kann dir leider auch nicht helfen, ich habe keine Ahnung. So Leute, ich war mal jetzt auf dem Weg mit Marc zum neuen Sprung. Der besagte Sprung, den der Marc gleich springen wollte. Hat der wieder lang? Keine Ahnung, wo der ist, aber der Marc weiß, wo es ist. Schauen wir uns das mal an. Weil ich da so geflasht bin, keine Ahnung, eigentlich denke ich, der Digga, der sah viel größer aus im Video. Der sah viel größer aus. Ich finde, der sah kleiner aus, der Absprung. Nee. Der sah viel größer aus. Schau mal, Leute, das ist das Ding, das neue. Das ist mal keine GoPro-Perspektive. Und so sieht das aus. Das Ding ist, der Absprung ist nicht so hoch und die Landung ist dafür relativ hoch. Aber ich glaube, man muss halt irgendwo da hinten landen, ne? Ich weiß ja nicht. Also genug Speed hast du halt von oben, ne? Auf jeden Fall. Man muss halt auch hier wieder kuppeln, ne? Einfach drauf los und einfach machen. Aber mir hängt da auch der Köttel in der Buchse. Ist schon groß, so, ne? Dann haben wir. 1, 2, 3, 3,5 oder so. Ja. 3,5 Meter bis zu dem ersten Stück und da solltest du eigentlich nicht landen, ne? Ne. Du musst eigentlich 4 springen. Also ich glaube 4 Meter sollte man auf jeden Fall haben. Ja, sonst die Landung ist halt cool, ne? Sie ist halt auch noch sehr schmal, ne? Ja, klar, musst du treffen, ne? Was ist denn, wenn man hier weiter runterfährt? Da kommst du zur DH. Ah. Ja, Leute, weiß ich nicht. Sehe ich mich heute ehrlich gesagt gar nicht drauf. Ich auch nicht. Aber trotzdem, wer Bock hat, mal zu springen, hier den neuen Sprung, Haniel, schaut da vorbei. Die Anfahrt ist schön. Ist gerade, kann man eigentlich richtig gut machen, aber naja. Okay. Alter, ja, nicht um die Kurve. Wo ist er lang? Ach der! Ja. Ich bin vom Baum gefahren. Echt? Ja. Was? Alter, das war richtig knapp. War gar kein Gefühl heute.
bestimmt wieder steil, Digga. Scheiße Spuren. Oh. Alter. Ja, so ging es mir fast auch. Ich wollte den Spurrillen ausweichen, das war irgendwie nicht machbar. Ich brauche meine Bremsen. Ja. So Leute, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß heute. Bei der kleinen Tour war ein bisschen chaotisch alles, aber ich bin stolz drauf, dass ich die Sachen mit dem E-Bike alle heute gemacht habe, die ich letztes Mal nicht gemacht habe. Und ja, mir steckte heute ein bisschen zu sehr noch die Tour in Brilon in den Knochen und wenn ich dann so wackelig auf den Beinen bin, dann gefällt mir das einfach nicht. Aber egal, trotzdem ein bisschen was gemacht, ein bisschen geübt. Das ist auf jeden Fall besser als gar nichts zu machen, auch wenn es kurz war. Ich warte jetzt noch ein bisschen, bis der Marc zurück ist. Ich denke mal, dann radel ich runter. Und lasst gerne ein Abo da, kommentieren nicht vergessen. Schreibt mir gerne mal eure Spots, die ihr jetzt im Sommer besuchen wollt. Dann werde ich mal gucken, ob ich da mir nicht ein paar picke und da auch mal hinfahre. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao, ciao.